Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hausflipper auf unserer eigenen Baustelle. Leute, gesagt, getan, mal ein Wort, der Spaß, aber doch gesagt, getan. Ich nehme hier direkt die nächste Folge auf, weil ich gerade einfach so Bock habe. Wir gehen jetzt erstmal rein, um den Garten kümmern wir uns später. Und das hier ist das Haus. Ja, wie gesagt, nichts eingerichtet und so. Wir haben hier freie Bahn sozusagen, bis auf das hier ist schon irgendwie alles schon gemacht. Oha, hier oben haben wir auch noch viel Space. Wie gesagt, also das ist jetzt unsere Baustelle, unser Haus. Hier können wir tun und lassen, was wir wollen, sozusagen. Wir haben hier auch noch eine Garage. Also Stromer war schon mal da. So, okay, die ist auch fett, Alter. Und halt auch nichts drin irgendwie. Naja, egal, auf jeden Fall. Wie gesagt, überall noch Chaos, aber es ist auch Baustelle. Da darf es auch ein bisschen nicht so schön sein. Ich würde sagen, wir planen das Ganze erstmal. Natürlich. Ich würde hier tatsächlich so einen Essbereich machen. Hiermit, dann kann man hier auch schön in den Garten raus. Hier vorne wird sicher ein Klo, würde ich mal behaupten. Einfach. Ja, da hat man dann ein Klo direkt am Eingang. Das ist ganz praktisch. Oder wir könnten hier noch so eins reinbauen. Wir können ja auch. Warte, wie mache ich das denn? Ah, hier, genau. Wir können ja hier auch Wände bauen. Und dann können wir hier. Ja, wie gesagt, so eine Wand bauen. Dann ist hier so ein Klo. Dann könnten wir hier so eine Küche reinbauen. Und hier vorne. Irgendwie einfach sonst nicht. Was ist das hier eigentlich? Ich frage mich gerade, ist das so wichtig hier? Wahrscheinlich schon, oder? Sonst wäre das ja hier nicht so, oder? Ich schlag's einfach mal ein. Mach auf! Wir brauchen keine Stürze. Oh Gott, da fällt ja Zeugs runter. Hoffentlich haben wir einen Helm an. Warte mal. Warte mal. Oh mein Gott. Scheiße, das mit dem Kopf hören wird, ist natürlich etwas schwieriger. Aber scheiß drauf. Wir haben hier also tatsächlich einen selbstgezeichneter Plan von mir in meiner Ausbildung. Wir müssen jetzt hier mal kurz gucken. Kurz Klippo. Ja, Handgelenk mal Pi, ungefähr diese Mauer einreißen. Okay, dann bauen wir jetzt hier eine Wand hin. Ich glaube, ich könnte auch. Ja, genau, ich kann auch mehrere bauen. Das ist perfekt. Ich bin ein super Arbeiter. Genau, dann ist dieser Raum auch ein bisschen schöner und von draußen sieht es auch nicht. Also, sieht ja genau gleich aus. So. Allerdings müssen wir hier noch einen Raum 2 einplanen. Und, ja, wir können maximal 3, okay. Wir bauen das mal so hier. Irgendwie so eine Wand hin, ungefähr so hier. Ja, jetzt warte mal, ich guck mal ganz kurz. Wie viel Platz braucht denn so eine Tür hier? Seht ihr, hier ist auch ein Gerüst, das brauchte ich nämlich gestern. Okay, es braucht 4 tatsächlich, oder? Hier ist ja 1 und dann 1, 2, 2, 3, 4, okay. Also es braucht so 4 Slots Platz, okay. So, dann machen wir hier mal die Wand nach hinten. Hoffe, da ist kein Fenster. Na, Glück gehabt. Einfach mal drauf los. Hä? Ich kann irgendwie. Was ist denn jetzt los? Irgendwie bin ich, glaube ich, ein bisschen. Digga, jetzt ist auch die ganze Anzeige weg. Ah, jetzt ist sie wieder hier. Hilfe! Hä? Was passiert hier? Oh mein Gott. Ah, so mache ich Licht an? Nee, wahrscheinlich falsch. Das Spiel rastet einfach komplett aus. Erstmal kurz speichern. Wo kann ich denn speichern? Ich kann nicht speichern. Junge, man kann halt nicht mal arbeiten. Ich muss jetzt kurz das Spiel beenden. Also Leute, wir sind jetzt hier wieder bei unserem Haus angelangt. Ich hoffe, es ist noch alles beim Alten. Dass die Handwerker hier nicht wieder alles weggerissen haben. Nee, scheint noch gut zu sein. Ich finde es interessant. Ich höre die Sounds über mein Headset trotzdem noch. Einfach, weil es gerade gar nicht so laut ist in meinem Zimmer. Aber egal. So, wir können ja eigentlich auch mal Fenster aufmachen. Der Balkon ist ja hier. Ja, Bausicherheit ist auf jeden Fall gewährleistet. Die Wände sind da. Als erstes wird natürlich alles gestrichen, weil, ja, es wird halt alles zuerst gestrichen, weil, wenn man die Möbel schon drin hat, ist es eigentlich scheiße, weil da muss man die Möbel wieder rausräumen und dann kann man erst streichen. So, ich würde sagen, wir verteilen erstmal überall. Ne, zwar hier, ich denke mal, hier brauchen wir auch so 2 Kübel, weil ich will das Haus eigentlich schon grundsätzlich weiß machen und dann vielleicht mal irgendwie in der Küche so ein bisschen irgendwie eine andere Farbe und irgendwie, naja, Töpfe können wir danach noch kaufen. Aber zum Beispiel hier so ganz normale Gänge und so, würde ich eigentlich weiß machen. Sieht einfach am realistischsten irgendwie aus. Und ja, ich male jetzt mal das ganze Haus voll. Ja, wir sehen uns irgendwann, wenn ich es mal geschafft habe. Leute, das erste Stockwerk ist fertig mit angemalt. Mir ist vorhin gerade in den Sinn gekommen, wir müssen ja überall noch so einen Ofen anbringen, aber dachte ich eben gerade so, die Armatur, das macht man, also die Leitung macht man eigentlich doch eher vorher, oder nicht? Und naja, wir machen es halt auch nachher.
Ich streiche jetzt hier mal noch alles weiß und dann sehen wir uns später. Okay, Leute, ich glaube, wenn ich hier so auf den Plan schaue, habe ich mich ein bisschen verrechnet. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Farbe, weil, naja, hier ist noch ein voller Topf. Da sind noch zwei. Oben sind keine mehr, aber, naja, das hier ist übrigens ja das Badezimmer. Deswegen habe ich das mal leer gelassen. Und diese Wand hier auch. Und zwar, ja doch, die können wir eigentlich alle verkaufen. Ich glaube, die braucht man eigentlich nicht mehr. Okay, wieder ein bisschen Geld reingeholt. Und zwar dachte ich, in der Küche ist es doch schön, wenn man so, vielleicht hier auch eher so ein Weinrot, Dunkelrot, vielleicht so irgendwas Rotes mal irgendwie hat hier in der Küche. Dachte ich, sieht doch vielleicht noch ganz so nice aus. Deswegen streiche ich hier mal die Wände, vielleicht wird es danach einfach scheiße aussehen, aber okay, ich hätte vielleicht auch ein bisschen ein normales, also ein röteres Rot nehmen können, nicht so ein Weinrot, aber es sieht nicht so schlecht aus. Ich mache jetzt hier mal noch das Küchending und dann installieren wir mal die ganzen Anschlüsse. Nein, Leute, das Spiel leckt wieder rum, so ein bisschen zumindest. Och nee. Also, och nein, hier habe ich noch gar nicht gestrichen. Och nee. Oh, Leute. Also, tut mir leid. Aber welcher Amateur, Architekt, das ist so typisch, Mann. Wer war denn hier am Werk? Och, Leute, das können wir doch... Och, jetzt muss ich die Wand nochmal einreißen. Oh, so viele Probleme, ey. Okay, warte, ich mach das hier noch ganz kurz fertig hier. Och, Leute, Mann. Was soll das denn? Alter. Heieiei, da muss ich jetzt noch mal ins Büro gehen. Und dann muss ich neue Pläne machen. Ich kann jetzt hier nicht die Armaturen schon anbringen, wenn die Wand falsch steht. Und dazu kommt, klar habe ich mich verrechnet, wenn da die Wand... Jetzt habe ich hier zu viele Pläne, Mann. Schon klar habe ich mich verrechnet, wenn da die Wand... Wenn die einfach falsch ist. Och, was ist jetzt mit der Kamera los? Ja, Leute, also, es tut mir jetzt leid. Ich wollte eigentlich jetzt hier die anbauen. Ich habe extra hier gerade literally irgendwie, ja, keine Ahnung, 4 Stunden gewartet, meine Kamera eingesteckt und irgendwie, jetzt lädt sie nicht mal mehr auf. Hä? Irgendwie ist das gerade ganz weird, was hier passiert. Also, keine Ahnung, was mit meiner Kamera gerade los ist. Auf jeden Fall hat sie keinen Akku mehr. Naja, da dieser Fehler jetzt passiert ist, muss ich das Ganze nochmal neu berechnen. Die ganzen Farben, die ganzen Anschlüsse kommen natürlich irgendwie in einen anderen Ort hin. Im ganzen Haus mit dieser Wand. Nee, Leute, deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Oder wenn ihr das nächste Mal mehr sehen wollt, wo wir diese Wand hier einfach reparieren und dann die ganzen Anschlüsse reinbauen, diverse Sachen schon montieren, auch den Boden bestimmt nochmal reinmachen, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ich so machen kann und dann, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Wusstest du denn auch nicht?